Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ich hab's ein bisschen eilig, heute ist richtig Action. Ich will Overnight in meinem Schlauchboot machen. Muss jetzt aber noch ein paar Sachen vorbereiten. Ich habe hier die Kennzeichen, die müssen aufs Boot drauf. Dann habe ich Schlauch und Benzinpumpe neu besorgt, weil die Benzinpumpe ja kaputt war. Und das ist extra Benzinschlauch extra schön dick, damit da kein Benzin rausläuft, weil beim Tank hat das ein bisschen getropft. Schellen habe ich dabei. Jetzt muss ich das Ganze aufpumpen, fertig machen. Und ich muss noch eine Rettungsweste abholen, weil ich habe gemerkt, doch, wenn ich alleine unterwegs bin, dann ziehe ich mir lieber eine Rettungsweste an. Und bei so großen Gewässern ist, glaube ich, besser. Genau, jetzt geht's los. Eben schnell alles aufpusten, Kennzeichen ran, einpacken und los geht's. I'm staring through your window, looking up at the stars, I'm caught inside a loop where I can get to your heart, get to your heart. Habe ich jetzt auch alles? Werden wir sehen. Abfahrt. So, hier werde ich jetzt starten. Hier ist die Hunte. Und das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss noch mal gucken, wo ich mein Boot festmachen kann. Dass ich auch in Ruhe alles aufbauen kann. Die haben ja heute noch den ganzen Tag Regen angesagt. Aber bis jetzt hat es immer nur genieselt. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe einen Tarp mit, ein paar Klemmen. Mal gucken, ob ich mir was zurechtbasteln kann. Ich bin echt gespannt. Und das ist das, was ich will. Ja, Action. Meine Schwimmflügel habe ich diesmal zu Hause gelassen. Ihr seht, ich habe eine Schwimmweste mit, besser ist es. Und jetzt geht's los. Hier habe ich noch eine Pfeife, falls ich noch dazu komme. Ach, die Kamera kommt übrigens nicht mit. Ich nehme eine andere Kamera mit. Ich habe ein bisschen Angst um der, falls ich doch mal untergehe. Benzintank, Motor noch fertig machen. Gucken mal, ob die Kamera so positionieren kann. Boah, ob ich hier heute am pennen kann, das bezweifle ich noch. Ich habe zwei Schlafsäcke mit, keine Luftmatratze. Und einen Tarp habe ich mit. Handyhalterung auch noch abgebrochen. Super. Das ist alles scheiße noch. Die Paddel, die Kamera. Wo ist denn jetzt? So, mal gucken, ob er anspringt, wa? Juhu! Es geht los! Tschüss! Komm einziehen! Ein bisschen ruhiger fahren, hier sind Enten. Jetzt will die mal ein bisschen am Rand schwimmen.
Und es regnet nicht. Coole Sache. Gut, dass ich das doch noch gemacht habe. So, Enden sind weg. Vollgas. Problem sind auch die Angler hier. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier am besten mit dem Gas runter. Schleiche mich mal dran vorbei. Siehst du, alle nutzen das schöne Wetter aus hier. Also was mir noch gar nicht gefällt, hier muss viel mehr Luft auf das Boot. Man merkt hier, die gehen richtig unter. Die sind gar nicht richtig aufgepumpt. Was ist hier gerade schief gelaufen? Darüber. Ich glaube, ich bin hier irgendwo durchgefahren. Der Motor ist gerade fest. Gut, dass ich die Paddel noch mitgenommen habe. Kann ich ja gleich für die Kajaktour üben hier. Mach ja noch eine Kajaktour mit Olli und dem Luca. Plumps Motor weg. Ja, bin gerade nicht aufgepasst. Ich bin so in den ganzen Sträuchern und so reingefahren. Oh, das hat sich alles in meinem Motor mit der Schraube verheddert. Oh, kommst du ganz schön ins Schwitzen. Ey. Jetzt mach ich mal was zu trinken. Wir haben ja noch Zeit. Ich hoffe, dass jetzt nichts anderes ist. Ein bisschen mittig fahren jetzt. Ein bisschen aufpassen. Ihr hört mich alle. Das war's wohl. Hier kann ich nicht mehr weiterfahren. Wie ich immer so Pech habe, mache ich immer Sachen falsch. Ich muss jetzt leider hier stranden und muss mein Schlauchboot wieder aufladen. Ich habe sogar einen Freund gefragt, die sind hier damals auch lang gefahren. Sogar gegoogelt, habe da aber leider nichts gefunden, habe nur geguckt, wie tief das ist und wie breit und bla bla bla. Und jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt hat ein Angelverein das aufgekauft und du darfst hier leider nicht mehr lang fahren. Oder total bescheuert, würde ich mal sagen. Total bescheuert. So, deswegen gut, dass hier mich gerade irgendwelche angehalten haben. Haben mir das nochmal gesagt. Ich wollte es erst nicht glauben, bin noch eine Stelle weitergefahren. Da war ein Angler, der war auch sauer, weil er jetzt keine Fische gefangen hat. Tut mir richtig leid. Deswegen bin ich jetzt den ganzen Weg von da hinten bis hierhin zurückgepaddelt. Und bin dann den ganzen Weg da hinten lang gelaufen zum Parkplatz und habe mein Auto wieder geholt. Boah, ich habe mich vorher schlau gemacht, hab geguckt auf dem Parkplatz, standen absolut keine Schilder. Google habe ich auch alles abgesucht, keine Information. Also das gehört wie gesagt ein Angelverein, falls ihr das sehen solltet. Entschuldigung, ja, mache ich nicht wieder. Jetzt habe ich daraus gelernt und Gott sei Dank bin ich nicht so ganz so weit so gefahren. Aber ich finde ein bisschen blöd, dass das Kanufahrer haben mich gesehen. Die haben mir nicht mal gesagt, dass man hier mit dem Motorboot nicht langfahren darf. Und dass eben hinten beim Parkplatz keine Schilder sind. Irgendwie mal ein Schild, ja, Privatgewässer oder so, Angelverein. Hier darf man nicht mit dem Motorboot fahren. Das einzige Schild, was hier steht, ist Privatgrundstück. Ja, die meinen hier die Parkplätze. Aber hier ist nirgendwo ein Schild, dass es dem Angelverein Wartenburg gehört. Also sorry, Wartenburg. Naja. Teil 2. Hier darf ich auf jeden Fall fahren. So, jetzt bin ich angekommen am Küstenkanal. Hier wäre eigentlich richtig gut jetzt anzulegen. Aber jetzt fängt es richtig an zu regnen gerade. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich das wirklich jetzt noch mache oder nächstes Mal. Weil ich wollte ja eigentlich im Hellen hier hinfahren und dann hier schlafen.
das war jetzt alles nicht so vorgesehen. Jetzt ist schon wieder so die Motivation gerade so. Hätte man sich ein bisschen mehr schlau gemacht oder keine Ahnung. Vielleicht noch mehr googeln oder... Naja gut, ich habe den Tipp auch vom Freund gekriegt, dass sie damals auch da lang gefahren sind. Das konnte man jetzt echt nicht ahnen. Komisch, immer so ein Pech. Letztes Mal mit der Storchenfarm da, wo wir durchgefahren sind. Da waren Schilder an der Brücke, jetzt sind diesmal keine Schilder da. Jetzt fahre ich mal irgendwo lang. Jetzt ist es auch verkehrt. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ja, ist echt scheiße jetzt. Ich mache das so, ich werde jetzt noch eine halbe Stunde hier warten. Gucken, was das Wetter noch sagt. Ich habe mich doch noch entschlossen, mein Schlauchboot rauszuholen. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Ich habe gerade noch im Livestream gemacht. Es hat die ganze Zeit nicht geregnet. Und deswegen habe ich noch mal Lust, mein Schlauchboot jetzt rauszuholen. Und ich bin ja schon in Übung, also sollte ganz fix gehen jetzt. Oh, das sieht schon mal gut aus. Rettungsweste an und los geht's. Zweiter Teil, ich bin endlich im Wasser. Ich bin gespannt. Hier darf ich auf jeden Fall fahren, ja? Es könnte vielleicht nur Ärger geben, dass ich jetzt wieder nachts hier mit dem Außenborder lang fahre. Aber es ist jetzt gerade derzeit noch 22 Uhr. Da muss ich mich auch noch mal schlau machen. Muss ich wegen allem schlau machen. Allem. Nachts ist natürlich noch mal wieder eine ganz andere Herausforderung, ne? Benzinkanister und Außenborder stark klar machen. Also Respekt habe ich schon vor Wasser. So. Das ist ja was ganz anderes. Ja, filmen und jetzt lenken und so alles ist natürlich richtig kompliziert. Boah, voll die Welle gerade. Alter Schilder haben mich hier geschwungen. Boah, hier ist ja breiter geworden. Boah. Schade, dass ich... Das kann man gar nicht alles so filmen jetzt. Da ist die Schleuse, wo ich eigentlich durchfahren wollte. Bei mir an die Treppe paddeln. So, hier kann man runtergehen vom Boot. Ja, und da ist Bindschiff, wo ich eigentlich erst hin wollte. Noch einmal um.
Stehen hier. Krass. Boah. Und das sind nur meine Wellen vom kleinen Schlauchboot. Wenn hier mal so ein Binnenschiff lang fährt. Alter. Ich hab Besuch. Ich krieg Kaffee. Und wieder paddeln, das kennen wir irgendwoher. Da vorne ein Poiler. Alter Mann, muss hier wieder rauskriechen. So, hau nicht ab, Bötchen. Ich komm gleich wieder. Ne? So, wollen wir mal gucken, wer hier da ist. Der Hendrik. Hey, komm her hier. Wieso haut denn ab? Ich bin nicht da. Und die Dakaria. Oh, sogar mit dem Indikiss-Pullover an. Wie geil ist das denn? Moin. Und was habt ihr mir mitgebracht? Burger und Kaffee. Yay, geil. So, da ist er ja. Moin, Hendrik. Scheiße. Besuch ist auch hier. Denise. Moin. Hallo. Ja, hallo. Dakaria. Und moin. Der Hendrik. Moin. Und mein Kaffee. Ja, moin. Mittlerweile 2:30. Danke nochmal an Dakaria, Hendrik und Denise für den Kaffee. Und ja, nächstes Mal mache ich dann eine richtige Overnight. Es hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl ich mich ja wieder falsch verhalten habe, wo ich wieder lang gefahren bin, wo man wieder nicht lang fahren darf. Ist halt passiert. Dafür bin ich ja wieder zurückgepaddelt, rausgegangen, woanders und in den Küstenkanal wieder rein. Da weiß man wenigstens, dass man da fahren darf. Und ich bin jetzt nochmal bei Nacht gefahren. Es hat trotzdem tierisch Spaß gemacht. Aber es hat auch noch stark geregnet und ja, die anderen waren jetzt gerade da. Ja, hatte ich keinen Tarp mehr rüber gespannt und dann war alles klitschenass. Also das wäre eh blöd gewesen jetzt mit Schlafsack und so. Aber es funktioniert ja Gott sei Dank alles. Was ich ganz dringend brauche, sind diese Ventile, weil die Luft, das gefällt mir noch nicht. Da muss unbedingt was gemacht werden. Aber wie gesagt, man kann immer optimieren. Gut, dass ich die Müllsäcke überall drüber gepackt habe, dann steckt das Auto nicht so ganz nach Benzin. Auch eine Optimierung. Wenn ihr Ideen habt, was ich so mit dem Schlauchboot noch machen könnte, zum Beispiel auch Magnetfischen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Drückt die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und jetzt abschalten. Abschalten. Ich bin auch froh, wenn ich gleich im Bett liege. Abschalten jetzt.